Lilo, ich bin hier unter Linux Mint, und wir vögeln heute mal, nee, wir legen den Linux Mint mal heute mal schön Kuckucksei. Und außerdem habe ich da das Hintergrundbild von meiner Schwester wieder untergebracht, mit den Vögeln. Ja, gut, worum geht's, ne? Linux Mint 17.1 Rebecca, wer meine, ja, Google-Seite verfolgt hat, in der Community oder auf meiner Facebook-Seite habe ich gesagt: Achtung Leute, ihr könnt vielleicht mal gucken, ob euer System, hier in dem Fall Linux Mint, gewisse angreifbare Python-Skripts hat, die der besondere Beachtung bedürfen. Und das möchte ich jetzt hier mal an Demo demonstrieren. Ne? Wir Vögel Linux Mint. So, die Rebecca wird jetzt richtig mal angenommen. Und zwar, was machen wir? Linux Mint Rebecca. Mit diesem Befehl suche ich auf der ganzen Festplatte vom Wurzelverzeichnis an zunächst alle Dateien, die Python-Skripte sind, vom Typ Datei. Und wenn ich diese Python-Skripte gefunden habe, führe ich aus mit exec grep. Grep sucht in den gefundenen Python-Dateien, ignoriert Groß-Kleinschreibung und schreibt noch die Zeilennummer hin und schreibt mir noch zwei Zeilen vorher und nachher hin, und er sucht in diesen Python-Skripten den unsicheren Befehl OS-System, der insbesondere in Python-Skripten Python angreifbar macht für Shell-Command-Injection. Also, wie gesagt, das Ganze sucht die ganze Platte durch. Deshalb auch mit sudo, weil im Wurzelverzeichnis noch Verzeichnisse sind, die nur für den Root lesbar sind. So, sucht alle Python-Dateien und sucht nach OS-System in diesen Python-Skripten. Und das Ganze wird ausgegeben in einer Datei in eurem Home-Ordner list.txt. Darin findet man potenziell angreifbare Skripte. Nicht jedes, das OS-System enthält, ist wirklich dann auch angreifbar. Kommt darauf an, was dann zwischen den Klammern steht, wie so eine Listdatei aussieht, zeige ich jetzt mal. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Hier hat es zum Beispiel die Mint-Nanny gefunden, ne? Ein Python-Skript, das im userlib Linux Mint-Nanny liegt, und ab Zeile 64 bis 68 wird hier etwas angezeigt. In der Mitte, ne? Also wir hatten gesagt, zwei Zeilen vorher, zwei Zeilen nachher anzeigen. In der Mitte ist der OS-Systembefehl. Und wenn jetzt, ne? Wir hatten ja gesucht nach OS-System, Klammer auf, mehr nicht. Und wenn jetzt danach irgendwas kommt, wo zwischen den Klammern wir Einfluss haben auf eine Variable, hier in dem Fall Domain, ja, dann können wir aufgrund der Unsicherheit des OS-Systembefehls Linux Mint mal richtig rannehmen. Gut. Gut, wie sieht das dann zum Beispiel aus? Ich habe da was vorbereitet. Ich habe mir auf der Platte zum Beispiel eine manipulierte Index-HTML-Datei besorgt. Ich habe es mir quasi selbst, ich habe die selber geschrieben, ja. Und die macht nichts anderes als einen Link bereitzustellen. Angenommen, wir würden ständig belästigt und möchten diesen Link blockieren, weil uns der auf den Sack geht. Dafür ist Mint Nanny da. Ich rufe die Datei jetzt mal kurz auf, dann seht ihr, wie so eine HTML-Seite aussieht. So, ihr würdet vielleicht eine ganz andere Seite blockieren wollen. Jedenfalls würdet ihr euch den Link kopieren, ne? Linkadresse kopieren. Und dann würdet ihr die Mint Nanny, ja, also das ist eigentlich so eine Art Kindermädchen, also das ganz deppensicher ist. Mint Nanny, wir Vögel die Mint. Internetadresse sperren. So, geben Sie Ihr Passwort ein. Wir haben jetzt Rootrechte, müssen wir haben, denn Mint Nanny, ja, die eigentlich eine Internetadresse blockieren soll, modifiziert eine Datei etc. Hosts, um die entsprechende Domain zu blockieren. Vollkommen normal. Internetadresse sperren. Wie gesagt, den Link haben wir uns kopiert. So, und jetzt sollen wir ja quasi hier, unsere Nanny soll uns jetzt helfen, sicherer zu werden. Ja, unser Internet. Wir haben eine lästige Domain gefunden, und ja,
please type the domain name you want to block. Und hier passiert genau das, was wir in diesem Python-Skript gefunden haben. Füge ich das hier ein, ja, den Link. Ne? So enthält dieses bösartige Shell-Kommando. Ne? Ja, schön. Was dazu führt, dass das Programm Xterm ausgeführt wird. Der schlechte alte Befehl OS-System lässt so etwas zu. Dieser Text wird einfach eingefügt und an die Shell weitergegeben, ne, unsere Bash, unsere Konsole, und wenn die Bash einen Dollar und in Klammern dann einen Programmnamen sieht, dann wird dieser Programmname ausgeführt, und zwar hier. Weil wir gerade mit Root-Rechten unterwegs sind, das Programm Xterm gestartet als Root. Und ich glaube, mehr muss ich gar nicht erzählen, das dürfte nicht passieren. Ich hätte anstelle dieses harmlosen Programms Xterm natürlich irgendeinen Befehl mit Administratorrechten, mit Root-Rechten unter Linux Mint hier ausführen können. Also jetzt wurde nicht die bösartige Webseite blockiert, sondern stattdessen, um dem Ganzen die Spitze aufzusetzen, stattdessen im armen Kerl, der versucht hat, die bösartige Internetadresse zu sperren, mit Root-Rechten so ziemlich alles aus der Hand genommen, wenn denn anstelle von Xterm ein bösartiges Kommando drin gewesen wäre in dieser Webseite. Gut, kann man natürlich wieder entfernen. Also wie gesagt, Dollar Xterm und die Raute habe ich gemacht, damit der Rest, der danach kommt, ignoriert wird. Was kommt denn noch danach? Block me if you can. Kommt denn da noch nach? Kommt da noch was nach? So. Gut. Insgesamt macht NitMany sowas. Domainname ist 127.0.0.1, also Localhost. Dann wird der Domainname hier eingefügt. Und dann kommt noch was. Block by min, damit das entfernt wird. Und Echo 127.0.1, dann kommt unser bösartiger Domainname, der Xterm enthält, und damit der Rest hier nicht in etc. Host landet, könnte man das gegebenenfalls noch auskommentieren. Da das aber hier in diesem speziellen Fall in Anführungszeichen steht, ist das Rautezeichen hier witzlos. Gut, also wird es doch in etc. Host geschrieben. Macht aber keinen Unterschied in dem Moment, wo $Xterm, ja, Dollar, Klammer auf, Xterm hier landet, in irgendeiner Form, der Bash ist das egal, wo das steht, wird Xterm ausgeführt, und zwar mit den Rechten, die OS-System an der Stelle hat. Das war, ja, das Vögelchen Nummer 1. Aber dann noch mehr. Ja, es gibt hier natürlich in unserer Liste dann eine unendliche Anzahl. Man muss sich wirklich dann jedes Ding genau mal anschauen, was da so los sein könnte. Nicht jeder Befehl ist angreifbar. Das hier vorab gesagt, wir hätten also viele, viele, ne, Mint Welcome müsste ich mir angucken, Mint dieses, Mint das, Mint Lokale. Manche sind gar nicht angreifbar, oder weil da einfach nur ein fester Text drin steht, ist das eigentlich schied egal. Ne? Eigentlich schied egal. Jetzt muss ich mal eben hier hochscrollen, denn wir wollen ja noch einen Exploit machen. Gut, quasi der erste Eintrag in meiner Liste. Dass der Mint-Stick, ne, der ist, es gibt so einen USB-Schreiber Dingenskirchens bei Linux Mint, der benutzt auch OS-System. Natürlich ist beim Formatieren des USB-Sticks ebenfalls Root-Rechte erforderlich, was das Ganze natürlich wieder schlimmer macht. Und wir sehen, hier wird %S eingesetzt. Etwas, was der Benutzer im grafischen Menü von MintStick eingibt, hier in dem Fall das Volume Label. Der USB-Stick soll schöner werden, er soll einen Namen kriegen, ne? Und dieser Name wird vom Benutzer eingegeben. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja gut, wer gibt schon freiwillig ein Shell-Kommando ein, aber wie gesagt, ich will dir nur darauf hinweisen, das ist eigentlich nicht so, ist eigentlich nicht so richtig. Jetzt könnte man sich natürlich etwas ausdenken, ja, Formatierung meines USB-Sticks. Ich kann mir aussuchen, welches Dateisystem. Wunderbar. Und ich kann hier unter anderem den Volume-Label angeben. Und der ist wiederum angreifbar. Ich bin wieder mit Root-Rechten unterwegs. Jetzt könnte es zum Beispiel sein, jemand nimmt mich auf die Rolle und sagt, bitte
formatieren wir mal USB-Stick und da muss vorne Dollar, Klammer auf, und da muss extern stehen, weil sonst nimmt das mein Homebanking nicht an, das brauche ich so. Ja, oder wie auch immer, ne? Da kann sich ja was ausdenken. Und dann könnte dann auch wieder extern ausgeführt werden in dem Fall. Oder wir machen mal was anderes. Wir schreiben, damit wir auch sehen, dass Root-Rechte da waren, mit ls umleiten in xx.txt. So ein Label. Gut, jetzt ist natürlich das Volume-Label begrenzt auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen, nämlich 11. Gut, was soll das jetzt werden? Eigentlich will ich einen USB-Stick formatieren mit Root-Rechten. Ne? Ich will hier wieder demonstrieren, dass hier wieder mit Dollar, Klammer auf, Klammer zu, ein Shell-Kommando injiziert wird. Hier in dem Fall ein harmloser Befehl, der zeigt das Directory an und leitet es um in eine Datei, die heißt x.txt. Woran sehen wir, dass unser Angriff funktioniert hat? Nun, im Ordner des Root sollte nach dem Angriff dann eine x.txt entstehen. Damit wir das auch nachvollziehen können, muss ich erstmal kurz als Root reingehen. Gekasudo. Und wir haben hier den Dateimanager Suna, damit wir uns das mal angucken können. Ich bereite hier erstmal etwas vor. Gut, ich will als Root in den Root-Ordner. Der Root-Ordner ist im Moment leer. Und damit ich sehe, ob mein Angriff funktioniert hat, dürfte hier nicht x.txt erscheinen, wenn das Programm sicher wäre. Habe ich tatsächlich Root-Rechte erreicht und dieses Shell-Kommando wird ausgeführt beim Formatieren, dann müsste hier eine x.txt entstehen als Beweis dafür, dass wir Linux Mint schon wieder voll durchgevögelt, gut, hier sind wir, Root legitimieren und der Root kriegt eine x.txt aufs Auge gedrückt. Natürlich könnte ein Angreifer hier bösartige Kommandos eingehen, wobei der USB-Stick-Formatierer jetzt nicht so unauffällig zu exploiten ist. Ne? Man müsste also jemand wirklich auf die Rolle nehmen und einen kurzen 11 Zeichen langen Text ihm aufs Auge drücken, damit er den da eingibt oder einfach nur kopiert. Man schickt ihm eine E-Mail, formatiert mir einen Stick mit dem und den Namen, den brauche ich gerade so. Und wenn er so doof ist, dann wird mit Root-Rechten alles ausgeführt, was zwischen Dollar, Klammer auf und Klammer zu steht. Gut, in dem Fall darf es nicht länger als 11 Zeichen sein. Als Beweis, tatsächlich ist die x.txt entstanden. Auch da, wie gesagt, hier in unserer Datei list.txt. Gut, wo sehen wir noch was? Nicht nur Linux Mint, wir sehen zum Beispiel im Speech Depatcher von Python 3 gibt es ein Aufruf von eSpeak, sag mal diese und jede Message. Jetzt könnte man wieder schauen, wann wird das aufgerufen, von welchen Programmen, und wenn Message, der Text von Message, wieder ein Shell-Kommando enthält, wird das wieder brutal einfach ausgeführt. Was ich auch so gesehen habe, es gibt so Sachen wie Mint-Backup oder solche Geschichten, das angreifbar zu sein scheint, oder so lustige Dinge wie HP-Druckertreiber oder solche Geschichten. Müsst ihr mal gucken. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.